Grüß euch, wir stehen da jetzt bei unserem kleinsten Hoflader im Programm, also ein Kompaktlader, und zwar ist das der Skidlader. Der zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er einfach extrem wendig ist. Wir haben da 4 Radmotoren verbaut, das heißt, jedes Radl ist da einzeln angetrieben und dadurch kann ich mich am Stand damit dran und bin somit extrem wendig. Außerdem zeichnet sich der Lader natürlich dadurch aus, dass er extrem schmal ist. Ich kann da mit verschiedenen Reifenvarianten variieren und wenn ich die kleinste Bereifung aufführe, dann habe ich bei diesem Gerät eine Durchfahrtsbreite von 76 cm. Da komme ich durch jede Tür durch und das Gerät eignet sich eigentlich somit perfekt für Innenräume. Wenn ich innen irgendwas zum Tor habe, wo es eng zugeht, dann ist das Gerät ideal. Ein Eigengewicht von 800 Kilo. Und eine Hubhöhe, wenn ich jetzt da ganz auf fahre, von 2,10 Meter. Kipplast haben wir bei dem Gerät von rund irgendwo zwischen 350 und 400 Kilo. Je nachdem natürlich dann auch, wer hinten oben steht. Und ich kann ihm da unten noch ein Kontergewicht rein tun von 60 Kilo, damit er nur ein bisschen eingeschwart wird. Die Bedienung bei diesem Gerät ist so aufgebaut, dass ich da 2 Griffe habe, wo ich mich schön halten kann. Und wenn ich dann den Daumen ausstrecke, habe ich da im Prinzip die Vorwärts- und die Rückwärtslenkung bzw. auch das Drehen von dem Gerät. Also ich steuere da jede Seite einzeln. Das ist quasi die linke Seite und das ist die rechte Seite. Wenn ich beide nach vorn gebe, fährt das Gerät geradeaus. Wenn ich es nach hinten gebe, fahre ich rückwärts. Und wenn ich es gegenseitig drehe, dann dreht er sich im Stand und ich kann das Gerät lenken.